Ciao zusammen, grüß euch miteinander. Ein neues Video, heute zum Thema Powerbanks, Powerstations, Notstromversorgung. Also, das Thema, das heute brandaktuell ist. Wir haben gehört, dass die Aussichten im Bereich Strom, in unseren Stromgesellschaften, Stromversorger im Moment nicht rosig waren. Man mit hohen Preisen muss rechnen. Und aus diesem Grund habe ich mir da ein bisschen näher herumgeschaut, was gibt es auf dem Markt, wie kann man allenfalls vorsorgen. Und nein, es geht heute nicht um Photovoltaik, mindestens nicht im Hauptthema. Wir werden das auch kurz streifen. Photovoltaik gehört natürlich dazu, ist aber heute nicht das Hauptthema. Also, Powerbank. Es käme ja niemand in meinen Sinn, eine solche Powerbank zu brauchen, wenn wir ein Blackout haben oder der Strom ausgeht. Dann können wir vielleicht 2-3 Mal unser iPhone laden, aber das war's dann. Heute geht es um ganz etwas anderes. Ein bisschen etwas Grösseres, so viel kann ich schon verraten. Sali, da bin ich wieder. Heute geht es also um das Gerät hier. Das ist eine Powerstation, nennt man die Gattung von Produkt. Konkret ist es ein Produkt von der Firma Ecoflow. Das Modell heisst Delta Pro. Also, Ecoflow Delta Pro. Ihr seht, es hat 2 Räder dran. Man kann das umeinander stossen wie einen Koffer. Das aus gutem Grund. Das Teil ist nämlich 45 Kilo schwer. Aber es geht ja nicht primär um das Gewicht. Es geht um die Leistung. Wir haben hier in diesem Produkt 3,6 Kilowattstunden an Energie zur Verfügung. Und wie man die kann nutzen und was man alles kann anschliessen, was man kann betreiben mit dem, das glaubt ihr nämlich fast nicht. Aber ich werde es zeigen. Wir kommen ein bisschen später noch darauf zurück. Aber bevor wir es brauchen können, die Energie, müssen wir natürlich zuerst können laden. Und jetzt zum Thema Laden. Ist es so, dass die werden jetzt denken, ja, da ist sicher ein Netzteil dabei. Und dann kann man das in eine normale Steckdose reinstecken. Und dann ist das Teil geladen. Ja, das ist richtig. Fast. Es braucht nämlich kein Netzteil, weil das ist eingebaut. Es braucht einfach ein normales Kabel, das im Lieferumfang enthalten ist. 230 Volt an jeder Steckdose kann man das Gerät aufladen. Aber wir machen heute eben etwas Spezielles. Wir tun, und das ist ein Unique Selling Point, der sogenannte USP. Es gibt kein anderes Produkt im Moment auf dem Markt, wo man so laden kann. Und das ist gerade für uns Elektromobilisten oder Teslisten eine ganz spannende Geschichte, weil das Gerät können wir nämlich an jeder Ladestation für Elektroauto mit einem Typ 2 Stecker laden. Jawohl, richtig gehört, an jeder Ladestation mit einem Typ 2 Stecker. Und jetzt reden wir nicht nur darüber, sondern jetzt machen wir das ganz schnell. Und ich zeige euch, wie das funktioniert. So, da sind wir also bei diesem Teil. Ihr seht, also hier neben meinem Model S gestellt. Also die normale Tesla Wallbox ist das hier, die zur Verfügung steht. Und jetzt, wie funktioniert das? Und ihr seht hier, ich habe das schon in der Hand, das ist, man kommt euch sicher bekannt vor, das ist der Anschluss für den Typ 2 Stecker hier von der Ladestation. Und auf der anderen Seite haben wir einen proprietären Stecker von der Firma Ecoflow, wo ein Gerät eingesteckt wird. Und wo machen wir das? Wir haben hier am Gerät auf der rechten Seite vorne haben wir die Möglichkeit, den Stecker einzustecken. Man kann ihn nicht verkehrt rein tun, geht ganz einfach. Und schon ist das Teil drin.
gehen wir da hier das Kabel holen von der Wallbox. Das ist, wie gesagt, das Original Tesla. Das stecken wir jetzt hier ein. Und schauen, ob das Teil laden. Jetzt sehen wir, es hat ein paar Sekunden gebraucht, bis da die Kommunikation mit der Station angefangen hat. Jetzt ist also die Ladung gestartet. Wir sind aktuell auf 30% Ladestand vom Akku, also State of Charge, SOC, ist 30%. Wir sehen hier, die Ladeleistung Input ist 2,1, also 2300 Watt oder 2,3 Kilowatt, 2,4 Kilowatt steigt also hier mit zunehmender Ding. Wir sehen hier an der Station auch, dass der Ladevorgang gestartet ist. Das ist also genau gleich, wie wenn wir würden das Auto anschließen, funktioniert das hier genau gleich. Es wird also anzeigen, dass der Ladevorgang in Betrieb ist. Und hier vielleicht noch mal ein bisschen von weiter betrachtet, haben wir die ganze Geschichte noch. Denken daran, noch einmal, es ist nach meinem Wissensstand das einzige Produkt, das im Moment möglich ist. So, dass man mit dem Typ 2 Ladestecker direkt ab jeder Ladestation mit Wechselstrom kann die Powerstation füllen. Wir schauen noch einmal her. Wir sind jetzt bei knapp 2,7 Kilowatt und haben bereits einen Ladestand von 32%. Was man noch hört, ist der Lüfter. Es wird also bereits kühlen, die Zellen. Wir sehen hier noch weitere Inputs. Das schauen wir später an, was da noch alles dazugehört. So, nachdem dass wir jetzt gesehen haben, wie dass man DecoFlow Powerstation füllen oder kann füllen, nämlich an der Typ 2 Station, möchten wir natürlich auch schauen, was man damit betreiben kann. Vielleicht noch als Ergänzung. Man kann nebst der Typ 2 zusätzlich an 230 Volt Steckdosen, ganz normal, wie das in jedem Haushalt ist, laden. Und man kann sie mit Solarpanels, mit Photovoltaik laden. Das schauen wir zu einem anderen Zeitpunkt an. Aber das ist eine ganz spannende Geschichte. Kommen wir darauf zurück. Also, ich habe hier in der freien Wildbahn einen kleinen Versuchsparcours aufgebaut. Ihr seht, es geht hier vom MacBook über Dampfglätteisen, über Föhn, über Espressomaschinen, über Staubsauger bis zu Ladegeräten von iPhone, von Kamera und von Powerbanks. Die haben natürlich alle eine unterschiedliche Ladestärke, Ladebedürfnis, und EcoFlow verspricht ja, dass sie 3,6 kW an Leistung abgeben kann. Und das wollen wir jetzt testen, wie sich das verhält. Wir können das ganz gut verfolgen, indem ich über die App, die EcoFlow dazu gibt, wo man kann die einzelnen Ports überwachen, die einzelnen Ports kann ein- und ausschalten. Und pro Port kann sehen, wie viel Leistung das konsumiert wird. Im Moment ist nichts eingesteckt, das heisst, wir sehen die Leistung hier, ich werde das im Video verlinken, wir sehen die Leistung von Eingang 0 Watt und Ausgang 0 Watt, genauso wie es soll sein. Ich fange an, einmal mit dem
100 Watt USB-C Anschluss, Power Delivery Port von Delta Pro. Dort ist nämlich jetzt mein MacBook angeschlossen. Da tun wir hier einstecken, wie man das an jedem USB-Port macht. Und schauen da drauf. Ich sehe, dass im Moment rund 24 Watt verbraucht wird für das Laden hier von meinem MacBook. Das schwankt ein bisschen zwischen 20 und 24. So, das ist jetzt natürlich nicht die Welt, das ist klar, das kann man mit jeder anderen Powerbank oder fast jeder noch laden. Spannender wird es jetzt, wenn wir hier das Glätteisen noch dazu nehmen. Voilà, wir sehen hier 230 Volt Anschluss standardmässig. Jetzt habe ich hier einen Adapter, Power Station wird mit Schuko-Kontakten, Schuko-Dosen ausgeliefert und die sind ja bekanntlich nicht kompatibel mit den Schweizer Stecker, darum hier ein Adapter, der ist geprüft bis 16 Ampere, 2500 Watt. Das Glätteisen hingegen sagt, es nimmt 2200 Watt. Das passt also. Stecken wir den hier in den Adapter. Und ab in die 230 Volt Dose. So. Jetzt sollte hier eigentlich noch nichts passieren. Warum nicht? Weil der 230 Volt Port nicht automatisch aktiviert ist. Ich muss den jetzt manuell am Gerät oder aber ich mache jetzt das über den freischalten. Das ist ein Tastendruck und jetzt ist die Geschichte aktiv und da springt es fast senkrecht rauf. Wir hören so, es ist gerade die Lüftung eingeschaltet worden, zu den rund 25 Watt vom Notebook kommen jetzt dazu 2123 Watt für das Glätteisen. Das ist so, dass wir gesamthaft jetzt auf 2150 Watt Leistung sind, die die Station hergibt. Und jetzt kann ich sagen, das kann natürlich jeder erzählen. Würde ich natürlich auch sagen, hier am Glätteisen sehen wir, das spüren wir so schon, das wird ganz heiß schon. Dass effektiv geladen wird. Ihr seht da den Ladeindikator, der blinkt. Keine Angst, ich werde das im Anschluss demonstrieren, sobald es das Glätteisen, das ist hier kabelgebunden und dann kann ich, sobald das Titz erreicht ist, kann man das Gerät von der Ladestation wegnehmen und hat ein Handfree im. Das zeigt mir an, sollte jetzt eigentlich geladen sein. Dann wollen wir schauen, ob das so ist. Ich muss natürlich wissen, dass ich da nicht der Glätte-Spezialist bin, aber ihr seht hier, da kommt also ein Dampf raus. So. Also. Glätteisen funktioniert, haben wir gesehen. Was haben wir als nächstes? Wir haben einen Föhn, 1200 Watt, steht da drauf, genau, 1200 Watt. Dann wären wir ja dann nachher gesamthaft rund, gerade beim Peak eigentlich, bei diesen 3,6 Kilowatt. Mal schauen, wie das aussieht. So, jetzt ist es gespannt. Gehen wir da mal. Jawohl. Das ist jetzt also
höchste Stufe gewesen. Und auf der höchsten Stufe nimmt er ganz genau 1190 Watt hat er bezogen. Er hat diesen Brauch im Moment nicht. Sollen wir mal schauen, ob wir beide zum Laufen bringen. So, wir sind jetzt also auf knapp 3400 Watt Leistungsbezug gekommen, wenn wir sowohl das MacBook, wenn wir das Dampfglätteisen und wenn wir den Föhn gleichzeitig nutzen. Das tun wir noch einen oben draufsetzen, indem wir hier die Espresso-Maschine in Betrieb nehmen. Das leichte Rauschen, das ihr hört, ist die freie Natur, die hinter mir sehen wir die Zensen. Wunderschönes Naherholungsgebiet. Also, Nespresso. Auch die 12 Volt schalten wir separat einschalten. So. Dann ist das Gerät in Betrieb. Und ich würde sagen, bevor wir weitergehen, haben wir uns jetzt ein Espresso verdient. Wir schauen. Der Espresso ist nicht mit Nespresso-Kapseln, sondern das ist ein sehr lizenzfreies Verfahren. Das sind die Standard-Pads. Das kostet etwa die Hälfte als die anderen. Zubereiten tut man das ganz einfach, indem dass man das Pad hier oben auflegt. Mit dem Kopf abdeckt und das Gerät einschalten. So. Und da haben wir unseren feinen Espresso. Zum Wohl! So, dann fahren wir weiter. MacBook, Dampfglättisen, Föhn, Espresso-Maschine und als nächstes Staubsauger. Hier dasselbe mit dem Adapter. Probiere den mal zu laufen, den Föhn zusätzlich in Betrieb zu nehmen und dann schlussendlich noch zu glätten und zu schauen, wie sich das Gerät verhält. Spannend war jetzt. Ich habe also gesehen, dass wenn man die drei Geräte kombiniert laufen lässt, dann ist der Peak auf rund 4700 Watt, also 4,7 Kilowatt gegangen, was eigentlich die Leistungsfähigkeit von Delta Pro übersteigt. Aber es ist natürlich ein cleveres Gerät. Der Peak, also die Spitzenleistung, die das Gerät handeln kann, ist
bin doppelt so viel, bei 7,2 Kilowatt. Und von dem her hätte er das locker können beissen. Es ist mir aufgefallen, dass das Drehmoment vom Föhn und damit natürlich auch die Leistungsaufnahme ist abgeregelt worden. Relativ rasch, so dass das kein Problem dargestellt für das Gerät. Gemäss Beschreibung tut das Gerät das autonom selber handeln, so dass man da sich nicht gross muss Gedanken machen, wenn man einmal drüber ist. Das ist ein LFP Lithium-Eisenphosphat-Akku ohne Kobalt. Bietet eine hohe Sicherheit. Es gibt kein thermisches Durchgehen von diesem Akku. Und keine Membranschmelze. Für die, die Bedenken haben, ja, brennt man den nicht ab. Nein, tut er nicht. Ja, und wie bei jedem batteriegestützten Gerät, typischerweise bei einem Elektroauto, ist auch hier die Frage, die Kapazität. Was hat die für eine Lebensdauer? Konkret der Akku. Der hat eine Lebensdauer von rund 3500 Ladezyklen und wird nach denen noch etwa eine Kapazität von 80% haben. Auch dort könnt ihr selber bei eurem Einsatzszenario berechnen, was das heisst, wie manches Jahr, dass nach dem hier der Delta Pro gute Dienste wird leisten. So, wie versprochen, wir schauen jetzt zusammen noch die einzelnen Anschlüsse an, die das Gerät bietet. Habt Verständnis, wenn ich bei diesen einzelnen Anschlüssen nicht ganz tief ins Detail gehe über Leistungsabgabe, Leistungsaufnahme. Ich habe es nämlich nicht auswendig gelernt, ich gebe es gerade zu, aber ich tue euch selbstverständlich die entsprechenden Details unten in der Videobeschreibung verlinken. Dann kann man vor allem die Nerds sämtliche gewünschten Details nachlesen. Fangen wir mit der Front an. Das wird für die meisten das Panel sein, das am interessantesten ist. Da haben wir nämlich die Bedieneinheit, da haben wir das Display, wo man mit dem Gerät kommunizieren kann, bzw. das Gerät uns zeigt, wie sieht es im Moment aus. Dasselbe tut das Gerät hier anzeigen, es hat jetzt noch 79% von der Kapazität. Werden im Moment 0 Watt bezogen und 0 Watt eingespissen. Kommen wir zu den Anschlüssen. Wir haben hier 4x USB A, 2x der Standardport USB A, 2x Fast Charge USB A mit der blauen Kennzeichnung, der CC. Und wenn es wirklich schnell muss gehen, haben wir 2x USB-C, je Port 100 Watt Leistungsabgabe. Typischerweise eben für ein Notebook zum Beispiel, so wie wir das vorhin mit dem MacBook gesehen haben. Kommen wir zum Wechselstromteil. Da haben wir im Gerät 4 230 Volt Steckdosen. Wie bereits gesagt, sind das die sogenannten Schuko. Das steht als Abkürzung für Schutzkontaktstecker. Das ist in Deutschland sehr weit verbreitet, aber auch im restlichen Europa nicht ganz unbekannt. In der Schweiz hingegen wird das nicht verwendet und darum habe ich hier vorhin einen Adapter eingesetzt. Die Adapter, die kann man nahezu überall im Onlinehandel kaufen, aber auch in Baumärkten und Ähnlichem. Sogar Landi verkaufen die Dinger. Und das ist eine gute Sache. Freigegeben für einen Betrieb mit 16 Ampere, 2500 Watt. Und ihr seht, das ist die Schuko-Seite, wo hier die Geräteseite verbauen wird, eingesteckt wird. So. Und auf der anderen Seite haben wir nachher der Schweizer Stecker,
die zur Verfügung steht. Deren 4 und viel mehr gibt es eigentlich zu der Front nicht zu sagen. Wir haben vorhin gesehen, dass man das unterschiedlich kann in Betrieb nehmen. Das heisst, man kann in 230 Volt kann man ausgeschaltet lassen, wenn man die nicht braucht. Dann haben wir hier sogar gerätenseitige Schalter, wo man es aktivieren oder deaktivieren kann. Was wir ebenfalls noch an der Front haben, ihr habt das eingangs vom Video gesehen, weil das Teil eben 45 Kilo schwer ist, ist es doch nicht unbedingt ein Leichtgewicht. Darum kann man es ja befördern und ziehen, wie man das mit einem Reisekoffer machen kann. Und der Griff, der Koffergriff vom Reisekoffer, der ist hier zu finden. Kann man ausziehen, das Ding lüpfen und nachher auf den Rädli ziehen. Und wenn man es am Standort hat, wo man es platziert hat, kann man den wieder versorgen und die Sache ist erledigt. Kommen wir zu den Anschlüssen hier unter der Seitenklappe. Wenn wir von oben nach unten gehen wollen, haben wir hier den sogenannten Andersen-Anschluss. Der gibt 12,6 Volt ab und kann maximal 30 Ampere leisten. Vielleicht das Interessante zu wissen ist, dass der Andersen-Stecker etwas speziell ist. Die Stecker bzw. die Buchsen sind nämlich hermaphroditisch, das heisst, jedes Element kann sowohl als Buchse wie auch als Stecker verwendet werden. Der zweite Anschluss ist sicher bekannter, das ist die sogenannte Zigarettenanzünderdose, auch 12 Volt. Hier haben wir eine Leistungsabgabe von maximal 10 Ampere. Als nächstes haben wir die sogenannten DC5521-Hohlstecker. Die haben ja die 12 Volt mit rund, was haben wir, 3 Ampere. Ich muss noch ein bisschen spicken. So, hier ist das Teil. Noch einmal zur Erinnerung. Infinity AC und eben der Typ 2 auf der anderen Seite für die Ladestation. So, und dann schauen wir noch die Rückseite an von diesem Gerät. Unter dieser Abdeckung haben wir verschiedene Anschlüsse. Primär zwei sind hier wichtig, nämlich einerseits der Anschluss für die, die mit Photovoltaik laden, also mit Solarpanel. Da kann man bis zu, muss ich wieder spicken, 150 Volt und 15 Ampere einspeisen. Also mit geeigneten Solarpanels, da haben wir die Spitzenwerte heute mit den neuen 400 Watt pro Panel und von diesen Panels kann man bis zu 4 anschließen. Das gibt wiederum 1,6 Kilowatt Leistung, die man hier einspeisen kann. Und dann könnt ihr selber rechnen, ist das in nützlicher Frist, ist das Gerät wieder vollgeladen. Also jetzt ist es ja so, dass man im Gegensatz zu vielen anderen Powerstations man entweder kann laden oder Leistung beziehen. Selbstverständlich kann Delta Pro beides gleichzeitig. Das heisst eben konkret, ich kann irgendwo auf einem Campingplatz sein oder sonst an einem Ort, hier irgendwo, und kann meine Solarpanels ausbreiten, mit denen hier laden und gleichzeitig auf der anderen Seite auch Leistung beziehen. Das ist also parallel möglich. Auf der anderen Seite haben wir ganz normal 230 Volt Stecker. Nett zu wissen ist auch, dass man auch hier kombiniert laden. Das heisst, ich kann also Photovoltaik, ab den Panels einspeisen und ich kann ab dem Netz gleichzeitig Strom einspeisen. Entsprechend wird natürlich die Ladeleistung höher und entsprechend ist auch die Ladedauer kürzer. So, dann gehen wir weiter.
Wir haben hier 3,6 Kilowattstunden. Wenn jemand zusätzliche Kapazität braucht, dann haben wir hier zwei Anschlussmöglichkeiten, um die Delta Pro mit Zusatzakkus zu erweitern oder mit einem ergänzten oder mit einem zusätzlichen System zu kaskadieren. Das heisst, ich muss schnell aufmachen, dass man sieht, das ist ein proprietärer Stecker von Delta Flow. Ich kann schlussendlich, das ist der Endausbau, bis maximal 25 Kilowattstunden erreichen. Ich muss fairerweise sagen, dass es dann doch ein bisschen kostenintensiv wird. Die einfachere Variante ist mit einem oder zwei Zusatzakkus an je 3,6 Kilowattstunden. Einen hier, einen da oder wahlweise nur einen. Dann hat man im Vollausbau mit zwei Zusatzakkus ohne Kaskadierung kommt man auf gute 10 Kilowattstunden. Was will ich meinen, doch schon eine schöne Leistung ist und eine gewisse Zeit einem Autonomie ermöglicht. Und wenn man noch TCO-Kostenbetrachtung macht, dann ist ja alternativ zu so einem Gerät hier ist typischerweise ein Benzingenerator. Und da kann man davon ausgehen, dass Betriebskosten rund 30% günstiger sind, eben nicht zuletzt durch keine Wartung anfällt, als bei einem Benzingenerator. Das Gerät hier ist weiter als USV, also als unterbrechungsfreie Stromversorgung, tauglich. Das heisst, ich kann, wie wir vorhin schon gesagt haben, auf der einen Seite einspeisen mit 230 Volt beispielsweise. Und auf der anderen Seite kann ich mit 230 Volt Leistung beziehen. Im Fall von einem Stromausfall hat das Gerät eine Umschaltzeit von 30 Millisekunden, die für die meisten Anwendungen genügt, so dass ich keinen Stromausfall habe auf dem Endgerät, das ich betreibe. Weiter ist denkbar, dass man daheim so ein Gerät einsetzen. Muss nicht zwingend als unterbrechungsfreie Stromversorgung sein, aber es ist auch der Szenario. Dazu muss man vielleicht sagen, dass EcoFlow ein weiteres Produkt anbietet, das sogenannte Home Panel. Die Idee dort ist, dass man daheim im Sicherungskasten oder in der Sicherungstafel, wo man in jedem Haus oder in jeder Wohnung hat, ein zusätzliches Panel rein tut von EcoFlow, wo man nachher auf eine Phase integrieren tut, netzseitig, und auf der anderen Seite tut man hier das Gerät dort anschliessen, so dass im Fall vom Stromausfall oder von einem Blackout schlussendlich das Gerät die Phase, wo man es daran angeschlossen hat, weiter speisen und dass man dort auf diesen Steckdosen, die an dieser Ausverkabelung dran hängen, an dieser Phase weiterhin kann Strom beziehen und die Geräte betreiben. Das bedingt natürlich, dass man dann vorgängig sich Gedanken machen, welche Dosen sind wichtig in so einem Fall von einem Stromausfall, welche Geräte möchte ich gerne weiter betreiben. Aber zu diesem Punkt werden wir zu einem späteren Zeitpunkt ein anderes Video machen. Also, ich glaube, wir haben jetzt schon ziemlich viel gesehen vom EcoFlow Delta Pro und es ist gut, wenn man das ein bisschen verarbeiten kann und sich nochmal anschauen kann, wenn es noch Fragen gibt oder Dokumentation lesen, was immer. Wir machen hier für einen ersten Teil Schluss, aber es gibt einen zweiten Teil und eventuell sogar einen dritten Teil. Der zweite Teil wird sich vor allem mit dem befassen, kann man den Delta Pro auch als Reservekanister für ein Elektroauto brauchen?
nicht, dass das der Haupteinsatzzweck wäre, aber wir schauen es an im nächsten Teil. Und wir werden ebenfalls im nächsten Teil anschauen, wie kann ich den Delta Pro genau mit Photovoltaikmodul, also mit Solarpanels, laden. Wie lange geht das? Ist das sinnvoll? Bin ich dann autonom, autark? Das sind dann die Fragestellungen vom Teil 2. Im Teil 3 werden wir dann anschauen, wie man das Gerät im Hausbereich als unterbrechungsfreie Stromversorgung nutzen und wie man das dort kann in eine bestehende Hausverkabelung, Starkstromhausverkabelung integrieren. Also, ihr seht, es geht weiter. Bleibt dran. Merci fürs Zuschauen. Denkt dran, abonnieren, liken und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.